Systems? Ich kann nur sagen, dass mein Mandant, soweit ersichtlich, keine körperliche Krankheit hat und sich in sein Schicksal ergibt. Das kann ich hier nicht bestätigen, aber bestätigen kann ich, dass an mich Drohungen unverständlicherweise eigentlich gekommen sind, mit der Begründung, er ist ein Schwerstverbrecher und ein Monster und ein Schwein und ich gehöre gleich damit zusammen, liquidiert so in etwa. Es ist mir unverständlich, wieso man in einem Rechtsstaat mir gegenüber als Verteidiger solche Drohungen ausstoßen kann. Ich habe nichts anderes getan, als meinen Mandanten, wie es meine Pflicht als Verteidiger ist, zu verteidigen. Bitte, wenn man dieses Recht in unseren Rechtsstaaten schon Verteidigern nicht zuerkennt, stellen wir uns auf eine Stufe mit den größten Unrechtsstaaten dieser Welt. Wir werden dich erwischen bei der Euro 2008, werden Leute in dein Büro kommen, du gehörst gleich zusammen mit dem eingesperrt, du gehörst gleich zusammen mit dem hingerichtet in diesen Stil. Nur was mich dabei erschüttert, ist, dass der rechtsstaatliche Gedanke bei vielen, vielen Bürgern offensichtlich noch gar nicht eingetroffen ist. Es genügt ein Anlassfall und sofort zeigt sich, welche atavistischen Gedanken und Verhaltensweisen hinter vielen Bürgern noch stehen. Und da sage ich noch etwas dazu. Quer durch alle Bildungsschichten zu glauben, das betrifft nur eine sogenannte soziale Unterschicht, ist falsch. Quer durch alle Bildungsschichten geht es. So einer braucht keinen Prozess und so einer braucht schon gar keinen Verteidiger. Und wenn einer als Verteidiger sich für ihn einsetzt, gehört er genauso behandelt wie der. Das ist das, was mich erschüttert hat.